So. Dich kriegen wir. Einfach abzuhauen. Ihr folgt mir doch, oder? Hallo? Ja, anscheinend. Aber sicher doch. Hat sich doch bestimmt hierhin verzogen. Mein Stahl wird... Arsch! Wow. Entschuldigung, wenn ich das sage, aber... Was? Soll das... Wo? Wo ist der? Wo ist der Arsch? Ihr werdet fallen. Okay, ich kümmere mich jetzt doch erstmal um diesen blöden Schatten. Ehe der nochmal auftaucht. Sowas. Das hier. So. Du bist jetzt ruhig. Klack. Sau. Ah, guckst du. So, die Ebene habe ich. Hier sieht es jetzt auch nicht so aus, als ob da jetzt noch ein Vampir kämen könnte. Also ich denke, ich werde jetzt mal teilweise genesen, um das hier mal loszuwerden. Oder vielleicht werde ich das ja auch schon durchaus unlos. Na, mal gucken. Hm, tatsächlich. Oh, okay, gut. Ich habe nichts gesagt. Ah. Nummer 3. Jetzt komme ich da auch lang. Okay. Lavoir das Zorn. Ach nee, da ist ja ihr Klöppel. Den will sie doch bestimmt wieder haben. So, was haben wir hier? Aufhebungszepter, das ist bestimmt das für die Maschine. Dann habe ich hier noch einen Gürtel. Einen breiten Gürtel. Ja, den ich natürlich auch nicht produzieren kann. Ist klar. Schreckenstreitkolben. Ja, warum versuche ich es überhaupt? Ach, das ist doch... Ist doch zum Heulen! Schubkarre. Achso, ich kann wahrscheinlich auch einfach nur wieder hier alles Mögliche kaputt schlagen. Ja, das ist gut. Ach, ich lasse heilen. So, was ist denn hier? Ah, ich habe ihn auseinandergenommen. Also regelrecht auseinandergenommen. Okay. Nein, ich gucke es nicht nach. Ich kann mir schon regelrecht vorstellen, dass ich das nicht identifizieren kann. Warum also den Frust? Warum soll ich mir den Frust antun? Ein paar Bolzen. Und noch ein paar Bolzen. Die ist cool. Sonst noch irgendwas? Eine Kiste. Oh, Stahlbarren. Na gut, vielleicht kann ich sie für irgendwas gebrauchen. Ach, hier unten war eine Kiste eigentlich. Stahlbarren, na gut. So, So, es geht ums Prinzip. Okay, ja, jetzt habe ich ja alle drei. Jetzt kann ich ja da lang. Hurray! Achso, nee, stimmt. Erstmal kann ich sie befreien hier. Oh, nochmal. Magischer Apparat. Ein kleiner Kristall, der an einem Ende des Apparats sitzt, pulsiert in einem seltsamen Licht. Oben auf der Maschine befindet sich ein einzelner Hebel. Ein enger, zepterförmiger Schlitz befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite. Das Aufhebungszepter im Schlitz steckt. Oh. Kristall der Todlosigkeit. Oh, den muss ich mal gleich nehmen. Die steife Haltung der Frau wird weicher. Ein schwaches rotes Glühen, das euch zuvor nicht aufgefallen ist, scheint aus der Luft zu rinnen. Ein Windhauch zerzaust ihr übel zugerichteten Federn. Vielen Dank. Ich weiß, was ich angerichtet habe, aber wenigstens werde ich nicht mehr gefangen gehalten. Wie soll ich das bloß im celestischen Rat erklären? Ach, kommt schon, so schlimm ist es auch nicht. Nein? Es ist schon ziemlich schlimm. Aber ich bin doch immer hier, oder?
Ich bin noch immer auf der materiellen Ebene. Meine Vorgesetzten haben nichts davon gesagt, dass ich meinen Auftrag unverzüglich erledigen müsste. Es ist noch immer Zeit, oder? Wie fühlt ihr euch? Ich? Boah, ein bisschen wackelig. Ich denke nicht, dass ich in nächster Zeit fliegen werde. Aber es ist besser, als es war. Findet ihr nicht auch? Ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Wirklich, ich würde euch gerne helfen. Ich meine, die Person, die ich treffen soll, die könnte ja überall sein, oder? Irgendwo muss ich ja auch beginnen. Und warum nicht, indem ich mich auch erkenntlich zeige? Was braucht ihr? Ich brauche eure Hilfe, um Fixer zu besiegen. Es gibt eine Rebellion, die dort... Ach ja, hier, guck mal. Die Drow? Die Vampire haben mein Blut verwendet, um Golems für die Drow-Armee herzustellen. Die werden vielleicht überrascht sein, wenn ich mich auf dem Schlachtfeld... Wenn sie mich auf dem Schlachtfeld treffen. Rebellen, Rebellen, Rebellen. Alles klar, ich bin schon auf dem Weg. Sie wird recht... Ja, keine Ahnung. Das ging zu schnell. Kristall der Todlosigkeit. Kann ich dann nie wieder sterben, oder was heißt das? Geschicklichkeit minus 4, Konstitution minus 4, Stärke minus 4. Ist ganz nice, aber... Nee, die ganzen Abzüge, die ich dadurch kriege. Die gefangene Deva. Die Fixliden nahmen eine junge Astraldiva namens Lavoera gefangen. Aus irgendeinem schändlichen Grund zapfen sie mit Hilfe eines seltsamen Apparats Blut ab. Mit ihrer Befreiung habt ihr den Fixliden einen Schlag versetzt, den sie nicht so bald vergessen werden. Darüber hinaus hat sie euch ihre Hilfe im Kampf gegen die Walcheres zugesichert und versprochen, sich mit euch im Lager der Rebellen zu treffen. Das ist aber nett. Die untote Armee der Walcheres. Ihr habt die Quelle der Untotenflut entdeckt. Der Wixter-Kult hatte eine Astraldiva gefangen genommen und nutzte ihr Blut, um eine ganze Armee voller Leichen und Skelette zum Leben zu erwecken. Ist die Deva von ihren Fesseln befreit, dürfte es dem Kult schwerfallen, die Walcheres weiterhin mit Untoten zu versorgen. Auch wenn Wixter selbst eine Gefahr darstellen kann. Also sind wir noch nicht fertig. Wir müssen uns noch um diesen Wixter, diesen Kult kümmern. Ja, anscheinend den Obermods, den Obermufti hier. Naja, aber wir haben jetzt ja drei Leuchten und dann gehen wir doch mal in den drei Leuchtenraum. Nö, sachte. Okay. Und hier rein. Sehr wichtig. Ihr seid ja ziemlich weit gekommen. Ihr wisst ja gar nicht, wie töricht ihr seid. Gegen Wixtra, den Gesalbten, habt ihr keine Chance. Bald schon werden alle Reiche nur ihn huldigen. Und seine Priesterschaft wird das Land beherrschen. Ist das auch wahr? Eure Seele soll Wixtra gehören bis in alle Ewigkeit. Nö. Da bin ich voll dagegen. Das werdet ihr... Macht ihr mal. Ich bin da zu. Ist sie denn schon wieder? Sie hat sich wieder umgesehen. Ich wäre übrigens sehr dankbar, wenn du nicht andauernd erstmal dich bezaubern würdest, sondern vielleicht nicht gleich mal in den Kampf stürzen könntest. Habt ihr einen Augenblick Zeit? Ich müsste euch etwas sagen. Als ob sie geahnt hätte, dass ich mit ihr spreche. Ja. Ich wollte nur, dass ihr wisst,
dass ich zu verstehen beginne, warum euch die Walscharis fürchtet. Und warum die Seherin so viel Vertrauen zu euch hat. Ich werde die Walscharis wie ein Schwein abschlachten. Naja. Die Seherin glaubt an mich wegen ihrer Visionen. Ja, und ich dachte ihr Vertrauen. Ich teile ihr Vertrauen. Trotzdem ist es schön zu sehen, wie unser Vertrauen sich als gerechtfertigt erweist. Herr Thürer richtet ihre Augen nach unten. Manchmal frage ich mich, wo ich heute wäre, wenn ich nicht zum Glauben der Eilisrei konvertiert wäre. Ich möchte mir nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn ich die Seherin tatsächlich getötet hätte. Was, getötet? Wie das? Atira ist überrascht. Habe ich euch noch nicht davon erzählt? Als ich eine der Roten Schwestern war, zu Zeiten, als ich der Walscharis diente, wurde ich beauftragt, die Seherin zu töten. Oh, okay. Warum? Das war vor weniger als einem Jahr. Kurz nachdem die Ambition der Walscharis über die der anderen Uberin hinausging und ich ihr wahrer Aufstieg zur Macht begann. Die Seherin hatte Expeditionen in das Unterreich geleitet. Sie und ihre Anhänger kamen, um die Lehre von Eilistre zu verbreiten und denen zu helfen, die zur Oberfläche entkommen. Mehrere wichtige Agentinnen im Dienste der Walscharis konvertierten auf Drängen der Seherin hin und verließen ihre bisherige Lehre. Natürlich konnte die Walscharis das nicht zulassen. Also hat sie euch beauftragt, das Problem zu lösen. Ich war eine der besten Assassinen der Walscharis. Ehrgeizig und fähig. Sie sagte mir, dass, wenn ich ihr den Kopf der Seherin brächte, sie mich zu einer Ausbilderin bei den Roten Schwestern machen würde. Eine große Ehre. Ich begann damit, die Lehren von Eilistre zu studieren. Ich wollte den Feind kennenlernen. Die Lektionen, die gelehrt wurden, schien mir seltsam. Gnade, Mitleid, Vergebung, Erlösung. Zu jener Zeit waren diese Dinge für mich nichts weiter als dumme Ideale und ich verwarf sie, ohne darüber nachzudenken. Ich sah sie nur als eine Methode, um mir einen Vorteil gegenüber meinem Ziel zu erschaffen. Tja, offensichtlich scheint ihr heute darüber nicht so zu denken, was zu kriegen. Nein, und ich glaube, dass ich auch damals nicht wirklich so darüber nachdachte. Indem ich die Lehre von Eilistre studierte, wurden die Samen meiner Konvertierung in mein Herz und meine Seele gesät, obwohl es mir damals nicht bewusst war. Ich infiltrierte das Lager der Seherin, indem ich mich als Konvertierter ausgab. Es sollte einfach darauf hinauslaufen, ein direktes Treffen mit meinem Opfer zu arrangieren. Zu meiner Überraschung wurde mir sogar erlaubt, mich alleine mit ihr zu treffen. Ich war mit der Seherin allein, zog mein Schwert und schritt nach vorne, um sie zu erschlagen. Sie saß bewegungslos da. Es war keine Angst in ihren Augen. Kein Ausdruck von Überraschung. Es war so, als hätte sie dies erwartet. Sie hat euch in einer Vision gesehen, ich meine. Vielleicht. Aber zu jener Zeit wusste ich nichts von ihrer Gabe. Ich wusste nur, dass zum ersten Mal mein Opfer keine Angst vor dem Tod hatte. Und obwohl ich sie töten wollte, hielt mich etwas davon ab. Vielleicht war es ein göttliches Eingreifen von Eilistre selbst. Oder es war mein eigenes Gewissen. Was auch immer der Grund war, meine Hand war wie gelähmt und mein Schwert in meinem Griff förmlich gefroren. Die Seherin sah mich an und sagte, ihr müsst euch entscheiden, Natürer. Wenn ihr mich erschlagt, wird die Walscharis euch mit Reichtümern umschütten. Wenn ihr mich am Leben lasst, findet ihr zu Füßen der Fürstin Eilistre Gnade. Dann war meine Hand auf einmal nicht mehr gelähmt. Ich hatte wieder meinen eigenen Willen. Doch anstatt sie zu erschlagen, kniete ich vor ihr nieder und legte meine Klinge zu ihren Füßen. Na sowas. Ihr habt seitdem der Seherin gedient, oder was? Ja, seit jenem Tag habe ich mich der Seherin und der Fürstin Eilistre gewidmet. Aber genug davon. Wir müssen unser Abenteuer fortsetzen und eine Möglichkeit finden, um die Walscharis aufzuhalten. Alles andere spielt momentan keine Rolle. Ja, nachdem du mir die gesamte Geschichte sowieso schon erzählt hast. Hinein ins Glück. Ja, sorry. Also sie hat irgendwas erzählt gerade. Dieser Ort ist irgendwie irgendwas. Ah. Oh. Sind das Drachengerippe? Oh, ich ahne was. Und das ist nicht gut. Es ist nicht gut. Wie
ich es mir dachte. Wie ich es mir hab denkt. Was war das denn? Attacke! Hallo? Bin ich hier der Einzige oder was? Guck mal, ich kann's. Das ist extrem okay. Okay, der scheint mich durch Zauber nicht so viel retten zu können anscheinend. Bin ja echt geschickt. So, so! Immun gegen Magie, ja? Das wollen wir noch mal sehen! Ich wollte gerade sagen, der holt so irgendwas aus, das ist nicht gut. Oh nein, das ist nicht. Hallo? Könnt ihr mich mal hier rausholen? Hey. Hallo? Hilfe! Hilfe! Na gut, da war ich wohl nicht schnell genug. Hallo, mein Gutster. Du weißt Bescheid? Wie kann ich euch... So, die sollen ja nicht alleine jetzt hier kämpfen. Euch helfen. Weil das ist natürlich doof, wenn er mich jedes Mal durch einen Schlag lehnt. So. Hallo? Das Unterreich ist ein Gefäß. Nein! Der ist zu groß, ich komme da nicht. Oh. Deacon, was los? Deacon macht Pause. Hilfe! Oh, Sackgasse. Hey. Jungs. Ich muss mal ganz kurz Musik machen. Ein wenig Unterstützung. Okay. Das gibt's doch gar nicht. Mami, Hilfe! Natürlich, ich würde dir ja gerne helfen, aber irgendwie, der sieht böse aus. Ja, genau. So, so! Immun gegen Magie, ja? Das wollen wir doch mal sehen! Ihr werdet fallen! Sie kommen? Oh. Ich habe kein Lebenszeichen mehr. Doch. Schreck mich nicht so. Okay. Ja. Achso, nee, halt. Ich wollte ja noch mal ein bisschen. Mal kurz einen Happen trinken. Lass mich in Ruhe! Ah, ich denke, das ist genau richtig. Was? Was hast du denn jetzt? Hast du eine Geheimtür gefunden oder was? Oh, anscheinend. Ich bin gar nicht hier, ich bin gar nicht hier, ich bin gar nicht hier. Ah, ich denke, das ist genau richtig.
das hier? So, immun gegen Magie, ja? Das wollen wir doch mal sehen. Okay, natürlich, du bleibst erstmal ganz kurz hier stehen. Aber sicher doch. Okay. Oh, kann ich. Mein Stahl wird treffen. Ein Seelengefäß, was? Vielleicht kaputt kriegen? Ja, kann ich. Macht das nicht viel aus. Komm, ehe du jetzt stirbst. Lagen noch ein paar mehr rum. Oder habe ich es geschafft, dadurch, dass ich das Seelengefäß zerstört habe? Mit Fixlers Tod hat der Kult, der die Valcharis mit Untoten versorgte, aufgehört zu existieren. Die Seherin wird über die Entwicklung hoch erfreut sein. Ah, okay. Ihr habt den Drachenleichnam Fixstar getötet. Er wurde von dem vampiristischen Kult, der das Sklavendorf Deering's Klamm beherrschte, als Gott verehrt. Die Dorfbewohner und ihr selbsternannter Anführer Cordigan werden euch dankbar sein. Ja, wehe nicht. War ein hartes Stück Arbeit. Aber hier erwartet einen ja anscheinend was. Abgesehen von Deacon, der hier irgendwo rumliegt. Da. Hui. Alles klar. Dem geht's wieder gut. Okay, das war natürlich praktisch, dass ich das gefunden habe. Ja. Mann, Mann, Mann. So, ihr bleibt mal hier. Alles klar. Ach, Schätze. Also Gold. Was haben wir hier? Sind die alle abgeschlossen? Nein. Och, nee. Warum muss ich mich wieder so... Naja, zumüllen nicht, aber warum muss es denn gleich wieder so was Großes sein? Seufz. Entschuldigung. Das war natürlich doof. Ah, ein Mist.
Ich muss etwas von dem Krempel loswerden. Ja, das war klar. Das war klar, dass das kommt. Mein Stahl wird treffen. Wow. Ja, mal gucken, was ist denn das eigentlich alles so? Och, naja, gut, okay, ist jetzt nicht Unmengen. Da es praktisch ist, ist es garantiert nicht. Naja, Wixra braucht das ja alles nicht mehr. Das werde ich jetzt mal alles... Ah, Mann! So gut, jetzt ist es auch egal. Fällt mir gerade so auf. Jetzt bin ich sowieso schon überladen. Mein Stahl wird treffen. Gott sei Dank gibt es ja in Deerings Klamm einen Händler, den ich aufsuchen kann. Na? Wie gesagt, die Anhänger gibt es nicht mehr. Diesen Gott, weiß ich nicht, wie man das betiteln soll. Dämon, den gibt es auch nicht mehr. Also gibt es niemanden mehr, der dieses schöne Gold ausgeben kann. Das geht ja gar nicht. Moment. Ich will die nur vorsichtshalber entschärfen. Falls ich aus Versehen wieder die Tube anwählen sollte. So. Sieht doch gut aus. Oh, Halleluja. Okay. Das ist ja neckisch. Zwar nicht so unglaublich wertvolle Sachen, aber besser als nix, gell? Den habe ich noch nicht. Nee. Den auch nicht. Doch, den hatte ich schon. Okay. Den habe ich schon. Den auch. Weiter versteckt, kein Schatz. Doch, es war noch einer da. Nichts verkommen lassen. Danke, Wixra. Tut mir auch leid, dass ich dich jetzt hier so ausgenommen habe, aber. Och. Nein, eigentlich tut es mir nicht leid. So. Die Flasche. Die Flasche hin. Komm auch gleich mal zurück, weil. Ich mach den mal. Zack. Ich wollte mich eigentlich ausruhen, ne? Egal. So, Aufi, Rückweg. Gut, ja, dann haben wir ja zumindest die komplette untote Horde eliminiert, dass also das die Walscheres nicht mehr unterstützen kann. Dieses Grüppchen. Zweimal gestorben, aber nicht gut. Ja, ich werde wahrscheinlich Erfahrungspunkte verloren haben. Ach so, Moment. Fällt mir gerade so ein. Wie viele habe ich denn eigentlich noch von den Schornsteinen? 6. Oh, Moment.
Ich wollte sie nicht wieder haben. Gut. Behalte ich das halt. Wenn die das nicht wieder haben will. Bitte. Ist wahrscheinlich blöd oder ist wahrscheinlich ganz, ganz schlechte Waffe. Deswegen, jetzt darf ich sie tragen. Super.